Herzlich willkommen zum Dialoge ohne Masken Podcast. Mein Name ist Sharon Paschke. Heute darf ich Alex Diehl begrüßen. Du liebst die Musik, die Menschen und die Geschichten, die uns zu Menschen machen. Du hast früh gelernt, verschiedene Instrumente wie das Schlagzeug, die Gitarre oder das Klavier zu spielen. Mit 12 Jahren hattest du schon deine erste Band. Deine Texte waren am Anfang auf Englisch und später dann auf Deutsch. Du hast dich in verschiedenen Genres bewegt, von Rock bis Jazz. Mit vielen kleineren Konzerten in Clubs und Bars und Gitarrenunterricht finanziertest du deinen Lebensunterhalt. Im Jahr 2011 lerntest du deinen heutigen Produzenten und dein aktuelles Management kennen. 2013 kam dann der erste Verlags- und Labelvertrag mit BMG Rights Management sowie Sony Music Entertainment. Es folgten Fernsehauftritte und Tourneen als Vorgruppe unter anderem mit Say When I Do, Revolverheld, Andreas Gabalier und Leith Aldin. 2014 erschien dein Album Ein Leben lang, mit dem du auf Tournee gingst. Mit deinem Song Nur ein Lied, den du aufgrund der Terroranschläge am 13. November 2015 in Paris geschrieben hattest, mit einer Handykamera filmtest und auf Facebook veröffentlicht hast, erreichtest du in kurzer Zeit Millionen von Menschen. 2016 wurdest du mit dem Sonderpreis für junge Liedermacher der Hans-Seidel-Stiftung ausgezeichnet. Im Oktober 2016 warst du als Gast von Peter Maffay im Rockmusical Tabaluga dabei. Im September 2020 erschien dein drittes Studioalbum Laut auf deinem eigenen Label Big Deal Records. Hallo Alex, schön, dass du uns deine Zeit schenkst. Und wer ist eigentlich der Alex, wenn er mal nicht auf der Bühne ist? Hallo, erstmal, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Das hast du ganz toll aufgesagt gerade. Da ist so ziemlich alles wahr. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Wer ist der Alex, wenn er nicht auf der Bühne steht, war deine Frage. Ich glaube, auf der Bühne hat man ja diese selbstbewusste Aura, die man wahrscheinlich versprüht oder ausstrahlt, oder ich hoffe zumindest, dass man es tut. Ich glaube, der Alex ist privat ein unsicherer Mensch, der sich ständig hinterfragt, der sich mit Sicherheit auch sehr viele Gedanken, vielleicht sogar zu viele Gedanken manchmal macht, was andere von ihm denken oder halten. Der Alex ist ein, ja doch, wie man auch unschwer erkennen kann, übergewichtiger Typ, der da auch immer mal wieder mit zu hadern hat. Jemand, der sich viele Gedanken um seine Gesundheit macht und jemand, der sich wünschen würde, dass diese Gesellschaft viel, viel warmherziger, empathischer und sensibler wäre, so wie er es selber ist, weil er manchmal ein bisschen unterkühlt sich vorkommt. Genau, das ist so der Alex gerade. Ich bin happy, dass ich am Leben bin und ich bin froh, dass ich in dieser Zeit hier lebe und habe richtig Bock, was zu bewegen und auch was zu verändern und habe das Gefühl mit meiner Musik, dass das alles schon so seine Bahnen nimmt und würde mich freuen, wenn es noch mehr Menschen werden, die ich erreichen kann damit. Das ist so der Alex oder die Träumereien, die ich jeden Tag so vor mich hin träume. Wunderschön. Und jetzt höre ich schon raus, dass du sehr, sehr gut in diesen Dialog ohne Masken passt. Vor allem durch oder aufgrund der Empfehlung von Ren Kühn, der einfach gesagt Grüße hat. Grüße an Ren. Ja, Grüße an Ren, der gesagt hat, der passt hervorragend in unserem Podcast. Und naja, ich habe dir ja schon gerade verraten, dass ich mich heute Morgen auf den Podcast eingestimmt habe mit deiner Musik. Und da habe ich schon gedacht, naja, Musik stimmt schon. Also wird der Podcast-Gast definitiv auch stimmen. Also ne, da transportierst du ja ganz viel in deinen Liedern. Also erstmal danke dafür. Und ja, du weißt auch gar nicht, welche Fragen ich dir stelle. Das ist vielleicht auch ganz interessant, denn manche beschäftigen sich vorher mit den Fragen oder hören schon ein paar Podcast-Folgen und sagen, hey, ich will aber erstmal wissen, was da so alles gestellt wird. Ich bin vollkommen ins Blaue hier jetzt gerade. Total cool. Deswegen starte ich direkt mal mit dir, mein Lieber. Wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten? Und jetzt kommt noch ein kleiner Zusatz. Wie lebst du Dankbarkeit oder wie kommst du wieder in die Dankbarkeit, wenn du vielleicht gerade so ganz anders drauf bist, vielleicht wütend, traurig oder siehst die Dinge nicht, die wir ja wirklich auch dankbar ansehen dürfen? Also dankbar bin ich tatsächlich um eine Sache extrem, und zwar, dass wer auch immer die Genetik, die Prägung meiner Großeltern und Eltern, was auch immer es war, nennen wir es Biochemie, dass man mir ein Talent gegeben hat, das für mich dieses Leben lebenswert macht, und das ist Musik. Ich bin jemand, wenn du mir 10 Nägel gibst und ein Brett, ich werde wahrscheinlich mindestens die Hälfte daneben hauen. Gibst du mir aber irgendwas, was Töne machen kann und dann noch irgendwelche Emotionen dazu, die womöglich vielleicht sogar negativ sind, dann habe ich irgendwie das Talent bekommen, dass ich mit Tönen und Texten und Worten aus schlimmen Dingen schöne Sachen machen kann. Und zwar nicht nur meine, sondern auch die Sachen von anderen Menschen. Und das ist das, wofür ich am dankbarsten bin, dass ich irgendwie die Fähigkeit habe, egal wie viele, und da werden wir bestimmt noch drauf kommen im Laufe dieses Podcasts, ich habe ein sehr, sehr bewegtes Leben hinter mir. Ich bin erst 33. Manchmal komme ich mir aber vor, als wäre ich mindestens doppelt so alt.
Und diese Musik, die ich mache, ist für mich nichts anderes als ein Ventil und eine Kommunikation zwischen mir und meiner Seele, sozusagen, wenn man das so nennen darf. Und darin finden sich ganz, ganz viele Menschen, mittlerweile viele Tausende in diesem Land. Und ich bin da echt dankbar und sehr froh darüber, dass ich offensichtlich nicht alleine bin. Vielleicht ist es auch so ein kleiner, vielleicht ist mein Talent, dass ich habe, auch so ein kleiner Hilfeschrei, so ein Wink, so, hey, ist noch jemand so? Also geht es hier noch jemanden irgendwie so? Oder ist das normal? Oder ist alles cool mit uns? Und lass uns doch darüber sprechen. Und dafür bin ich wirklich dankbar, weil das für mich wirklich, das sagt mir sehr Sinn des Lebens, ne? Sagt man immer so. Ich habe da auch keine Antwort drauf, aber ich würde am ehesten tippen, in meiner Welt ist das der Sinn des Lebens. Musik, Gespräche, emotionale Intelligenz, Zwischenmenschlichkeit, Empathie, dieses Unperfektion miteinander besprechen, diese selbstoptimierte Gesellschaft, in der wir ja auch leben oder die zumindest über soziale Medien oder die allgemeinen Medien ja gerne an uns transportiert wird, dass man damit irgendwie klarkommt und sich selbst noch irgendwo reflektiert da drin sieht und sagt, naja gut, ich sehe halt jetzt nicht so aus wie die oder mein Alltag sieht nicht so aus wie der Alltag von demjenigen, der das da so präsentiert, aber vielleicht ist ja trotzdem nicht alles verkehrt mit mir. Einfach so wirklich diese Mental Health ist ja auch dein Thema. Mhm. Das ist auch bei mir ein riesiges Thema tatsächlich als Musiker. Du transportierst es auf andere Art und Weise, ich versuche es irgendwie in Töne zu packen und das ist meine Dankbarkeit, dass ich mein Leben so verbringen darf, weil es mir wahnsinnig viel Freude bereitet, es erfüllt mich. Ich liebe es und es hat mir mein Leben auch selbst gerettet, tatsächlich. Und dafür bin ich wirklich extrem dankbar, dass das mein Lebensweg ist. Ich hätte ihn mir nicht schöner aussuchen können. Du hast gerade so schön gesagt, wenn ich es jetzt richtig aufgegriffen habe, gib mir ein Instrument, gib mir Emotionen, gib mir auch gerne negative Emotionen und ich forme daraus etwas Schönes. Habe ich das korrekt aufgefasst? Genau so, ja. Also ich finde so ein Stück weit, weil du es gerade so gesagt hast mit Sinn und hier ist wie so ein Hilfeschrei auch und dann bin ich nicht ganz alleine, aber eventuell ist es schon ein Stück weit so, dass du ja vielleicht schon so eine Art Coach bist für die Leute, weil du ja eine Transformation daraus auch machst. Also wenn ich dir eine negative Emotion hinlege und ein Musikinstrument und du das noch mit deiner Stimme dann passt und daraus dann so eine Art Transformation entwickelst, finde ich schon, ist das ja wie so ein Coaching-Prozess auch und vielleicht, wer weiß, wie vielen Menschen du schon geholfen hast, die dann gesagt haben, ey, krass, das fühlt sich jetzt ein bisschen anders an, jetzt habe ich mehr Lebensmut und gehe einen anderen Weg. Und jetzt hattest du noch so schön gesagt am Ende, das hat auch irgendwie mein Leben gerettet. Ja. Ich meine, wir werden, also es wird eine Frage kommen, die beinhaltet das Thema schwerste Zeit, was war so deine schwerste Phase, dein schwerster Moment? Vielleicht passt es dann dazu, dann würde ich das nach hinten anstellen. Ansonsten würde ich das jetzt fragen. Kannst fragen, wann und wie du dich danach fühlst. Das wird immer eine ehrliche Antwort geben. Das ist total schön. Aber das würde mich jetzt trotzdem direkt an der Stelle hier auch interessieren. Wie kam es dazu, dass die Musik dein Leben gerettet hat? Ich hab ein krasses Elternhaus gehabt. Ich bin mit meinen Großeltern und meinen Eltern zu einem Zwei-Generationen-Haus aufgewachsen. Man würde, glaube ich, heute sagen, mittelständisch. Ich glaube, vielleicht heute ist es vielleicht eher ein bisschen ärmlicher oder sowas, wenn man das so sagen darf. Früher war es ein ganz normaler Mittelstand, würde ich behaupten. Ich habe eine Kindheit und eine Jugend erlebt, die ich in der Zeit als normal betrachtet habe. Später, als ich dann etwas älter wurde, habe ich dann bemerkt, dass da doch sehr, ohne zu krass zu privat zu werden, weil ich auch meine Familie schützen möchte, trotz alledem reden wir hier wirklich über viel Gewalt, Alkohol und allem, was daraus entstehen kann. So viel Ehrlichkeit muss sein. Es war nicht gerade angenehm. Vielleicht ist das ganz milde ausgedrückt, wie ich quasi aufgewachsen bin. Hm. Ich liebe meine Leute trotzdem sehr, weil ich im Nachhinein dann viel verstehen konnte und viel reflektiert habe, wieso ist es so, wie es ist. Ich bin per se ein Mensch, der nicht jedem, der sich schlecht gegenüber mir verhält, auch einfach als, das ist ein schlechter Mensch, abstempelt, sondern das ist für mich, eigentlich kommt die erste Frage, wieso ist der so oder wieso ist die so? Was ist denn bei ihr passiert, dass sie sich jetzt so gegenüber mir verhält? Und da gab es natürlich auch extreme Fälle, was natürlich klar ist, wenn ich von Gewalt, Alkohol und sonstigen Dingen spreche, dass da schlimme Dinge passiert sind. Und im Nachhinein habe ich für mich so ein bisschen meine Punkte gefunden, wo ich das Wort verzeihen, glaube ich, ist auch ein großer Punkt, wo ich dann sage, okay, ja, trotzdem ist es nicht richtig, Dinge zu tun, brauchen wir nicht drüber reden, aber nobody's perfect, das ist ein
ganz großer Satz, der sehr viel Wahrheit in sich trägt. Und vergeben und vergessen, was heißt vergessen muss man nicht, aber vergeben, verzeihen ist eine wahnsinnige Erleichterung und auch eine Erlösung für einen selber, weil man nicht jeden verändern, nicht jeden retten und nicht irgendwie alles regeln kann für manche Leute. Und außerdem war ich in dem Alter auch noch überhaupt nicht bereit oder so weit, dass ich irgendwie hätte dort eingreifen können und irgendetwas verbessern hätte oder verändern groß können, sondern ich war selbst einfach, ich bin da von einem ganz, 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 ganz kleinen Dorf aufgewachsen. Ich glaube, das waren 6 Häuser. Das Dorf, wo ich lebe, im tiefsten Oberbayern. Wunderschön dort aufzuwachsen, viel Natur, gute Lebensmittel, Luftqualität, alles super. Und trotzdem bin ich dort als Künstler zur Welt gekommen, in einem Dorf, in dem das irgendwie absurd ist, was ich mache. Das hat zu zusätzlichen Reibungen dann spätestens ab der Jugend. Ich hatte mit 12, wie du es schon gesagt hast, meine erste Band. Das hat zu sehr vielen Reibungen geführt. So würde ich sagen, die schwerste Zeit meines Lebens hatte ich am Anfang meines Lebens und wusste es nur noch nicht. Vielleicht ist das so ein bisschen die Antwort darauf. Das heißt, ich musste nachher meine ganzen Prägungen und ich nenne es jetzt mal seelische Narben, die ich da davon getragen habe aus der Zeit, im Nachhinein gut verarbeiten. Und Musik hat mich deswegen gerettet, weil es mich ab meiner Jugend, in dem mir dann Dinge natürlich bewusst wurden, aufgefallen sind, dass hier irgendwo etwas nicht stimmen kann, dass das nicht normal sein kann, dass zwei Leute zum Beispiel nur kommunizieren, indem sie schreien, dass das irgendwie auch was hinterlässt in einem. Und Musik war mein Ventil, Musik von anderen Bands damals noch, bevor ich selber angefangen habe, Musik zu machen. Und dann habe ich einfach das nachgeahmt und habe versucht halt, ich denke, meine Traurigkeit und Wut, ich glaube so, das sind zwei große Wörter aus meiner Jugendzeit. Und die Traurigkeit, die hat sich bis heute gehalten. Ich habe aber gelernt, aus der Traurigkeit schöne Sachen zu machen, aber sie ist immer noch mein Freund und wird es auch immer bleiben. Das heißt nicht, dass ich zum Beispiel diagnostiziert depressiv oder irgend sowas bin, tatsächlich nicht. Ich war auch in Therapie und habe auch mir Gedanken gemacht, wie weit hat das was mit mir gemacht? Und da kann ich auch nur wieder sagen, Musik hat mich gerettet vor einer Traurigkeit, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Das heißt, ich kann meine Traurigkeit kanalisieren, analysieren, ich kann damit spielen sogar, aber sie ist trotzdem in mir drinnen. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre etwas leichter, nicht nur optisch, sondern auch wirklich menschlich, dass ich mich etwas, ich würde das Leben manchmal gerne etwas leichter sehen, etwas mehr genießen. Allerdings hätte ich vielleicht dann auch nicht das, was ich vorher erwähnt hatte, dieses, ich nenne es jetzt einfach ganz liebevoll, dieses kleine Talent, dass ich diese Sachen fühle bei mir und bei anderen Menschen und dann etwas daraus machen kann. Also es ist ein, ne, ein Pro und Contra. Ich wünschte mir manchmal mehr Leichte in meinem Leben, aber wenn ich dieses spüren würde, wäre ich vielleicht nicht in der Lage, das andere zu fühlen und etwas daraus zu machen, was auch anderen etwas bringt. Aber die schwerste Zeit meines Lebens war die erste Zeit meines Lebens. Nur wusste ich es damals noch nicht. Sehr, sehr interessant ausgedrückt. Ich will da ungern jetzt irgendwie schön ausgedrückt sagen, weil ich finde das nicht so passend, aber du weißt, was ich meine. Ich finde, das ergeht ja sehr vielen von uns so. Dann kommt es auf einmal wie ein Bumerang im Leben zurück. Dann bist du vielleicht gerade 17, 16, stehst auf einmal vor irgendeiner Situation und denkst, was übermannt mich denn jetzt gerade hier für ein Gefühl? Wieso ist das auf einmal da? Ich kann nicht damit umgehen. Und dann hat das aber mal irgendwas mit der Geschichte zu tun. Ich finde auch ganz toll, dass du offen über Dinge wie Therapie sprichst, weil das sind auch viele Dinge, leider irgendwie ist das auch so eher typisch deutsch und damit meine ich das in diesen Landesgrenzen. Ja, ja, Ich erlebe das ja mit Mentaltraining im Sport, da ist es immer so, wenn ich die Leute frage, ja, was meinst du, wer braucht Mentaltraining? Ja, das sind ja meistens die, die irgendwie kaputt im Kopf sind oder so. Oder ne, dann wird es so, hey, what? Mentaltraining ist Kopfsport, das ist einfach das, was du tust, das im Kopf durchzugehen. Rennfahrer machen das ganz normal, Golf, war. Ja, ich hatte letztens eine Bobfahrerin, die hat gesagt, das sichert mein Überleben, wenn ich visualisiere, wenn ich das mit Mentaltraining mache. Und dann merke ich schon, oh Gott, was ist hier eigentlich los? Was sind die Bewertungen, die dahinter stecken? Und dann gehen wir im Bereich Coaching und Therapie und dann erlebe ich häufig, dass dann die Leute da gar nicht mehr drüber reden. Aber jetzt mittlerweile ist immer mehr passiert. Und du hast es gerade auch erwähnt, dass du selber in Therapie warst. Was hat das so mit dir gemacht und wie ist so deine Einstellung zu Therapie, Coaching, Mentaltraining vielleicht, ich weiß nicht, welche Erfahrungswerte du alle hast. Wie siehst du das? Wenn es nach mir gehen würde, persönlich würde man spätestens ab seinem dritten Lebensjahr dauerhaft in Therapie sitzen, und zwar alle. Egal, wer denkt, wie stabil oder er ist oder auch nicht.
Das ist einfach wahnsinnig gesund, mit jemand Außenstehenden über sein Seelenleben zu sprechen, egal in welcher Form das jetzt passiert, eben mit Mental Coaching oder wirklich eine Psychotherapie zu machen oder was auch immer. Ich würde das jedem empfehlen. Ich tatsächlich war irgendwie nur ein paar Mal. Es hat aber für mich ein essentielles Problem gelöst. Fragen, die man sich selbst nicht stellt, wenn man auch gehemmt ist, weil man auch nicht in der Lage ist. Viele Leute, die ich kenne, behaupten ja dann auch von sich so, ich brauche das gar nicht, mir geht es ja gut. Sag ich, ja, dann ist das ja schön. Mir würden da schon zwei, drei Sachen auffallen, die ich mir natürlich spare, aber zu erwähnen, weil ich meine, was soll's, wenn jemand sich so einschätzt und so sieht und irgendwie meint, er ist der Dinge erhaben, dann ist das ja auch alles, ist das ja auch alles in Ordnung. Das ist jetzt für mich auch gar nicht böse gemeint oder sowas, sondern es ist ja jeder selbst entscheiden, nur ich denke, dass es tatsächlich jedem sehr gut tut. Nicht jeder Therapeut tut auch jedem gut, das ist tatsächlich auch die Wahrheit. Auch ich hatte jemanden, der mir nicht gut tat am Anfang, wo ich gesagt habe, und da wird hier zu viel von, ich denke, von der Kindheit des Therapeuten auf mich projiziert und ich sage, das sehe ich gar nicht. Habe aber jemanden gefunden, der mir wirklich die richtigen Fragen gestellt hat. Und ich glaube, das ist halt das, man kann emotional intelligent sein bis unter die Fingerspitzen. Niemand ist der Dinge erhaben, die da in einem schlummern. Und wir leben in einer Zeit, in der wir ja weit weg von Krieg und Hunger und sonstigen Problemen leben. Ja, wir leben ja in dieser First-World-Problem-Situation, wo wir tatsächlich ganz andere Zeit dafür haben, zu merken, dass wir unglücklich sind oder dass irgendwas nicht stimmt mit uns, weil wir gar nicht damit beschäftigt sind, irgendwie unsere Mauern zu schützen und irgendwie um Essen zu kämpfen. Wir leben ja in einer Zeit, in der wir so dermaßen zugeballert sind von Information und Konsum und, dass wir ja vielleicht auch die essentiellen Dinge ganz vergessen haben, ne, um was es hier wirklich geht. Genau, und von daher würde ich sagen, ich habe eine gute Erfahrung damit gemacht. Ich würde es jedem ans Herz legen, egal wie er sich fühlt. Und ich hoffe und wünsche mir sehr, dass wir in den zukünftigen Generationen, dass das, wie es damals zum Beispiel mit über Gefühle sprechen, ich meine, die Generation meiner Eltern, die spricht schon nicht bis gar nicht über ihre Gefühle, höchstens hinter der eigenen Haustür. Und wenn überhaupt. Die Generation unserer Großeltern, würde ich mal sagen, die würde das eher noch als höchst unangenehm oder da wurde gar nicht gesprochen, da gab es ganz andere Sorgen und wir kommen jetzt langsam immer mehr in diese Situation, dass man tatsächlich auch einfach mal beim Kaffeetisch am Nachmittag irgendwo, wenn man Leute im Café sitzt, die sprechen auf einmal auch über ihre Kindheit und wie das war mit ihren Eltern und die Prägungen und jedes Mal, wenn ich sowas höre, freue ich mich innerlich tierisch. Weil ich mir denke, endlich fangen die Menschen an aufzuweichen, so ein bisschen, und dass es einfach nicht mehr uncool oder unangenehm ist, sondern dass man sagt, naja, ey, ich habe halt einfach da so mein Struggle mit mir selbst und ich bin da nicht happy oder ich weiß nicht so richtig, warum, und sich einfach miteinander unterhalten, weil ich glaube, da werden wir auf alle Fälle eine schönere Zukunft rutschen, wenn wir uns wirklich miteinander über das Wesentliche unterhalten. Und nicht immer nur über, naja, du weißt ja selber, über was die Menschen hauptsächlich gesprochen haben. Genau, das finde ich ganz cool. Es gibt negative Entwicklungen in unserer Zeit, die ich nicht so toll finde, zum Beispiel die sozialen Medien oder wo sie uns oft hinführen. Andererseits gibt es auch eine Hälfte der sozialen Medien, die so ein bisschen noch im Dunkeln liegt, finde ich, die noch nicht genug Präsenz bekommt. Das ist zum Beispiel, was du eben auch anbietest und machst, dass man einfach wirklich sagt, ey, man findet dort auch Halt, Information, die einem weiterhelfen kann, wenn man sich irgendwie unwohl fühlt. Und das heißt eben nicht dieses, schau dir meine Super Bowl an und mein optimiertes Leben und meine 3 Gramm Speck, die ich da in meinem Bauch habe und mein Leben im Jetset, sondern mit dir ist irgendwas, du fühlst dich komisch, irgendwas stimmt nicht, irgendwie lass quatschen. Lass uns mal über dich unterhalten. Und dann kannst du alles erzählen und wir schauen mal, was man dazu sagen kann. Und das finde ich irgendwie auch ganz, ganz schön in dieser Zeit, dass man das auch hat. Genau. Mir wäre es nur lieber, wenn das ein bisschen lauter wäre als das andere. Ich finde es so schön, dass du gerade gesagt hast, der eine Therapeut oder die Therapeutin bei dir stellte halt andere Fragen oder die richtigen Fragen. Und das habe ich auch wirklich mit den Jahren jetzt erlebt und vor allem immer mehr gelernt, dass es echt die Fragen sind. Die alles entscheiden, weil das öffnet ja den, also Fragen öffnen ja den Geist und Aussagen schließen ja den Geist. Ich weiß nicht mehr, woher ich das habe, auf jeden Fall habe ich es irgendwo gelesen, ich habe es nicht selber. Es hört sich ja wie Glückskeks. Nee, aber da ist wirklich, es ist die,
Es stimmt wirklich. Begegne dem einen Menschen, der dich die Frage fragt, die du selbst nicht kennst. Ja, oder welche Frage würdest du dir gerne selbst stellen, die du noch nicht kennst? Also so, das sind ja auch so, da denkst du, boah, keine Ahnung. Oder wer bist du, wenn du nichts tust? Ne? Ja, das ist auch manchmal abgefahren. Ja, wenn du, nehmen wir jetzt mal an, der Podcast ist heute zu Ende, du lebst den ganzen Tag mit den ganzen Sachen, die du noch machst, und dann gehst du heute Abend ins Bett und über Nacht passiert irgendwas bei dir auf einmal und du merkst, oh, da ist auf einmal irgendwie eine neue Fähigkeit, eine Superkraft in dir entstanden und morgens wachst du auf. Welche würdest du dir jetzt wünschen? Welche würdest du dir aussuchen? Eine Superkraft. Also wir reden jetzt einfach nicht von fliegen können oder dass irgendwelche Messer aus meinen Also das kann natürlich auch deine Knöcheln Superkraft sein, denn ich habe, also woher die Frage kommt, ist, ich bin einfach ein Marvel-Fan. Also ich liebe so Ja, Comics hier, und zehn. Ich habe und mir als Kind so Feinliner immer so Stifte zwischen die Finger gekallt, habe irgendwie die Wolverine. Nachbars Katzen gejagt und habe Wolverine gespielt. I'm Wolverine. Also, was ist mit dem los? Aber auch generell vielleicht auch irgendeine andere Fähigkeit. Also ich hatte letztens, also der letzte Podcast, den wir veröffentlicht haben, war mit Mushtas Shahzada, Moderatorin vom Tigerentenclub, und die sagte, sie würde gerne Perspektivenbrille erfinden, sodass ein Mensch diese Brille aufsetzt und dann Wundervoller Gedanke. das Leben eines anderen verstehen kann in kurzer Zeit und dass wir dadurch viel, viel weniger Konflikte haben. Ich fand diese Perspektivenbrille total, total süß irgendwie. Also du kannst dir sonst was aussuchen, wo du sagst, ey, das könnte echt Mehrwert schaffen für dich oder auch für andere, wie auch Ja. immer. Was würdest du machen? Ey, da würde ich tatsächlich auch in diese Richtung gehen. Für mich wäre es noch mehr so diese seelische Gesundheit, Superkraft, oder ich weiß jetzt nicht genau, wie ich sie bewerten soll, aber dass ich, also um ganz egoistisch zu sein, erstmal mich selbst irgendwie befreien könnte von Dingen, wo ich noch nicht die Frage gefunden habe und die Antwort schon gleich gar nicht. Aber das bei anderen Menschen halt, also ich wäre gern Supertherapeut. Vielleicht ist es das. Es ist Therapie, man. Therapie wäre Also, geil, das hatten wir noch nicht. das ist so, weißt du, dass du irgendwie du siehst die Leute an und dass du innerhalb kürzester Zeit in einem Gespräch den Menschen irgendwie, ah, da ist dein Kern, ich habe ihn gefunden, hier, guck mal, schau es dir mal an. Das bist du. Du bist ein dreijähriges, kleines, verängstigtes Kind, das da sitzt und Angst hat, verlassen zu werden, weil du von deinen Eltern als Dreijähriger eine Woche alleine, keine Ahnung, ne? Also, dass man irgendwie diese, was man vielleicht auch manchmal in so Hypnose-Sessions oder sowas auch mal rausfindet, ob das dann fake ist oder nicht, keine Ahnung, aber dass man einfach diesen Kern findet in den Leuten, als hätte man so eine Art Röntgenblick, ne? Da kommen wir wieder zu der Perspektivenbrille ein bisschen zurück, aber trotzdem so, ja, Therapieman, der einfach sagt, hier liegt's begraben. Und jetzt kannst du es dir mal anschauen und dann gebe ich es dir so in die Hand und dann kannst du es von allen Seiten betrachten und vielleicht, dass es bei den Menschen dann irgendwie diesen berühmten Klick, sagt man ja immer, aber dieses, ah, ja, dass man sich selbst sieht und erkennt und dass einem irgendwie wie so ein Schleier von den Augen fällt und klar wird, ja, hier ist mein Problem. Und dann Das würde ich verschaltet mir. sich das im Hirn in dem Moment, ne? Also, dass dann Ja, sie, jetzt macht alles Sinn. dass man, ja, ich glaube ja manchmal, dass wir einfach diese ganze, du kannst dich ja auch nicht an alles erinnern, was an deiner Kindheit und deiner Jugend war, aber ich glaube schon, dass es Schlüsselmomente gibt. Also ich weiß es, dass es Schlüsselmomente gibt, weil ich selbst erfahren habe in meiner Therapie. Mir wurde eine Frage gestellt, die ich jetzt hier nicht öffentlich kundtun möchte, weil sie wirklich sehr, sehr schmerzhaft ist. Trotzdem wurde mir eine Frage gestellt und diese Frage hat mir in meinem Leben extrem viel geholfen. Ich würde sagen, sie hat mich mindestens 30, 40% gefühlt erleichtert in meinem Alltag, in meinem Dasein. Und das wünschte ich mir doch für alle. Dass man das, ne, wenn diese Frage der Kern ist, aber dass ich die Gabe hätte, als Therapieman diese Frage zu kennen, innerhalb kürzester Zeit nach einem Gespräch sozusagen, ich weiß es, guck her, hier. Und dann so, dass die Leute dann wirklich emotional ausbrechen und sagen, ja, klar, weil mir hat es dann wirklich im Nachhinein geholfen. Also ich kann mit Dingen viel besser umgehen jetzt und fühle mich viel besser in meinem Alltag. Von daher, es gibt diese Schlüsselmomente, es gibt diese Fragen, es gibt diesen Kern des Problems, ne, auf den man kommen muss. Und was es auch immer bei den Menschen ist, wenn man das schnell rausfinden könnte, durch irgendeine Gabe, ne, jetzt über Musik mache ich das bestimmt bei manchen Leuten. Also ich
zumindest wenn sie mit mir kommunizieren. Und das, ich bin ein sehr, wie soll man das sagen, fannah oder hörernah Künstler, der auch auf Social Media ganz viel macht, eben auch auf Patreon, auf Instagram und auf Facebook und da wirklich sehr, sehr viel kommuniziert und auch alles liest und beantwortet. Also ich nehme da auch jeden Tag die erste Stunde des Tages Zeit für Social Media Arbeit. Also ich betrachte das als Arbeitszeit, die ich aber auch gern verbringe, weil ich da wirklich zwischenmenschliche Kontakte erlebe, die immer wieder sehr sensationell sind. Und auch dort habe ich manchmal das Gefühl, ich bin manchmal ein bisschen mehr Therapeut, als ich Musiker bin. Das bringt aber auch meine Musik und die Texte, die ich mache, auch ein bisschen mit sich. Ich habe keine Ahnung von Therapie, ich bin nicht vom Fach und ich würde diesen Namen niemals mit mir in Verbindung bringen, dass es in irgendeiner Form seriös wäre. Das möchte ich nicht tun, das wäre, fände ich, anmaßend. Trotz alledem finde ich, dass ich zumindest die Absicht habe, den Leuten irgendwie, das heißt, ich würde gerne Therapieman sein und vielleicht versuche ich es schon mein ganzes Leben lang irgendwie, die Superkraft zu erlernen. Vielleicht ist es das. Oder dann, wenn nicht das Wort Therapie da reinfließen sollte, dann halt vielleicht so Musical Mental Coach oder so, oder Ja, der Musical Mental irgendwie Coach. sowas. Ja, auch nicht Das schlecht. kann ja dann jeder für sich entscheiden, wie er das adaptieren möchte. Und Therapieman, auch cool. Also, noch nicht gehört bis jetzt. ja. Ich auch Sehr, nicht. Ich auch sehr nicht. schön Wäre mal was. so kredenzt mal in diesem Podcast, mal, ne? So einfach aus dem Äther heraus. Gibt es eine Sache in deinem Leben, die du ja in der Rückbetrachtung doch gerne anders gehabt hättest oder ändern würdest, wenn du es könntest? Also wenn du jetzt quasi ein bisschen in die Zeitreise gehen könntest, dann könntest du jetzt eine Sache verändern. Es müssen nicht immer direkt große Sachen sein, es können auch kleine Sachen sein. Vielleicht mal irgendwas zu jemandem gesagt oder so, wo du sagst, oh nee, hätte ich besser nicht gemacht. Oder früher Englisch gelernt oder weiß der Himmel was, keine Ahnung. Gibt es da etwas bei dir im Leben? Eine Sache wäre zu wenig. Es wären tausende Dinge, die ich gerne anders gemacht hätte. Also mit dem Nobody's Perfect ist meine ich schon sehr ernst, denn ich habe sehr viele Fehler gemacht in meinem Leben. Ich habe auch Menschen verletzt und das war sehr aus einer tiefen Verzweiflung heraus. Du kannst dir vorstellen, was ich vorher erzählt habe. Ich komme aus einem oberbayerischen kleinen Dorf mit 6, 7 Häusern, in der quasi Musik in der Höchstform stattfindet, indem man sich eine Lederhose anzieht und Trompete spielt und dann im Bierzelt irgendwie halb Party macht, was ja auch schön zu sehen war als Kind und Jugendlicher. Aber das, was ich jetzt hier mache, wenn sich Menschen jetzt mit meiner Musik beschäftigen, dann wissen die, das passt so gar nicht aufs bayerische Land. Dieses Emotionale und über sich und seine Gefühle sprechen und so, das wird hier nicht wirklich zelebriert, wäre schon das ganz absurde Wort. Das wird hier einfach, das findet hier einfach nicht wirklich statt, sondern es ist doch noch sehr, das ist nicht böse gemeint gegen meine bayerischen Landsleute oder so. Das mag auch überall so sein in der ländlichen Region im ganzen Land. Trotzdem ist es schon, war es für mich schon hart irgendwie, weil ich musste schon irgendwie, ich bin mit 17 ausgezogen von zu Hause, eine Rolle spielen. Ich musste schon irgendwie so cooler sein, als ich bin. Das ist irgendwie anstrengend. Genau. Und von daher, durch diese Haltung, in die ich mich auch begeben musste, das ist jetzt so ein bisschen eine kleine Entschuldigung für mein Verhalten manchmal, weil ich habe viele Fehler gemacht, wurde ich aber auch so ein bisschen zum Revoluzer und habe dann auch wirklich mit Absicht dagegen gehalten, ob es sein musste oder nicht. In der Schule, in der Familie, ich habe viele Leute verletzt, vor den Kopf gestoßen, mit dem Kopf durch die Wand. Ich habe immer mit angezogenen Schultern und Brust raus, bin irgendwie durch Wände gelaufen. Egal, ob sie da gerade einzutreten waren, ob es überhaupt Sinn gemacht hat oder nicht, da ich mir so eine Art Grundhaltung angewohnt hatte, von wegen, ich muss immer kämpfen, 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 kämpfen. Mein Leben ist auch ein ziemlicher Kampf gewesen, denn wie gesagt, davon leben zu können, dass man Musiker ist, von da, wo ich herkomme, wir hatten weder Connections noch Kohle noch sonst irgendwie einen Draht zu irgendeinem anderen Musiker. Von daher war es so, wie wenn man bei mir DJK Otting, da habe ich 11 Jahre lang Fußball gespielt. Wenn man da irgendwie spielt in der Kreisliga und sich wünscht, man wäre Thomas Müller beim FC Bayern irgendwann, so ungefähr utopisch war mein Traum, den ich schon als Kind hatte. Und das durchzuboxen und dann wirklich zu sagen, so, ich hau jetzt ab, ich verlasse alle Sicherheit, begebe mich in Existenzängste in frühester Jugend. Ich habe mein Abitur geschmissen mit 17. Das heißt, ich bin wirklich mitten in der Mathe-Klausur weinend aufgestanden und habe die Schule beendet. Und habe wirklich zu meinem Lehrer noch gesagt, so, was ist denn das jetzt hier? Und ich so, ja, ich kann nicht mehr. Ja, setz dich hin jetzt. Ich will nicht mehr. Das macht hier alles keinen Sinn für mich.
Ja, es macht vieles nicht Sinn im Leben, deswegen muss man es auch tun, sage ich, nee, ich will nicht mehr. Ich war echt radikal, emotional radikaler mit mir selbst und auch teilweise dadurch auch mit meinem Umfeld und habe viel von dem, was ich selbst bereit bin zu tun, auch von anderen verlangt und dadurch andere auch verletzt, indem ich sie auch viel zu viel unter Druck gesetzt habe und verlangt, dass quasi mein Naturell auch irgendwie deres sein sollte. Und war da einfach eine Zeit lang oder einige Jahre in meinem Leben, hatte ich eine Phase, wo ich so verbissen war, aus diesem Kampfesgeist heraus, ich muss ja das irgendwie schaffen, weil ich habe ja keine Chance hier unten in meiner bayerischen Provinz irgendwie, dass man mich hört, Hilfe, hier bin ich bin Musiker. Ich saß teilweise ganze, also jahrelang, damals gab es noch MySpace. Ich war damals Kettner, also ich rauche seit 11 Jahren nicht mehr, aber ich habe damals Kette geraucht, schon irgendwie mit 21. Ein Big Pack. Jeden Abend saß ich da vor MySpace und habe irgendwie 500 Leute auf der Welt angeschrieben. Hello, my name is Alex Deal. Please listen to my music. If you like it, please share it. Und habe da verbracht, irgendwie habe mir da so einen Laptop auf Raten bei Mediamarkt gekauft, der ich mir eher nichts leisten konnte von meinem bisschen Gitarrenunterricht und ein paar Auftritten in Pubs, wie du vorher schon vorgelesen hast. Und habe da versucht, irgendwie Demos aufzunehmen damit, mit einem Mikrofon in einem kleinen Raum. Und halt versucht, irgendwie die Welt zu erobern, dann übers Internet. Genau, damals zu MySpace-Zeiten. Und es war nichts anderes als Verzweiflung, Traurigkeit, Wut. Und dementsprechend bin ich auch manchmal in meinem Umfeld umgegangen. Und das tut mir sehr leid. Also da würde ich auf alle Fälle Dinge nochmal gerne richtigstellen und verändern. Zum Teil habe ich das geschafft, zum Teil nicht. Man kann mit Sicherheit auch nicht alles ausbügeln. Das ist nicht möglich. Jeder wird Fehler machen. Da kommt keiner kommt hier lebend raus. Aber dass ich zumindest sage, okay, das war nicht immer alles cool, was ich getan habe und wie ich war. Ich habe jetzt nie ein Verbrechen begangen oder war kriminell oder sowas. Das Schlimmste, was ich gemacht habe, ich bin zu schnell gefahren auf der Autobahn. Aber oder habe mal gesagt, okay, ich parke jetzt hier und hoffe, dass es gut geht und es ging nicht gut. aber ansonsten habe ich schon mit Sicherheit auf meinem Weg auch Menschen mit meiner ganzen Kraft versucht zu drehen, mitzuziehen und gegen deren eigenen Naturell versucht, irgendwie sie unter Druck zu setzen, um weiter auch zu kommen. Aus meiner eigenen Verbissenheit heraus, um meine Dinge schaffen zu wollen, ja. Also da haben mit Sicherheit andere unter mir gelitten und oder wurden nicht genügend wahrgenommen von mir, weil ich so in meinem Tunnel war, das schaffen zu müssen, dass ich links und rechts ein bisschen zu wenig geguckt habe. Und da weiß ich Menschen in meinem Kopf, wenn ich diesen Satz spreche, an die ich da gerade denke und mit dem habe ich gesprochen, also mit denen habe ich darüber gesprochen und es tut mir sehr leid. Ja, das würde ich gerne ändern, dass ich es nicht mehr so als Kampf sehe, sondern mit ein bisschen mehr Leichtigkeit, ne, das Wort spielt offensichtlich eine große Rolle, weil ich so oft sage, mit ein bisschen mehr Leichtigkeit der Dinge geharrt hätte. Ja. Ja, das ist ja der Punkt, den du vorhin gesagt hast. Ich wünsche mir da mehr Leichtigkeit und das ist ja auch wahrscheinlich so mit der Ursprung, dass du immer sehr viel mit Kämpfen und Druck und Druck und Druck und das überträgt sich natürlich dann auch aufs Umfeld. Ja. Aber schön zumindest, dass du ja mit den Leuten auch gesprochen hast darüber und du hast auch vorhin was Schönes gesagt, eine Riesenqualität liegt auch im Verzeihen. Und ja. Ich habe auch Dinge in meinem Leben erlebt, wo ich dann einfach auch mal verziehen habe und da ist was ganz Großartiges draus entstanden und hätte ich auf mein Ego plädiert, hätte ich nämlich nicht verziehen und wäre nämlich voll in diese eigene Wut reingegangen und da auch drin geblieben in dieser Eitelkeit. Und das ja, das ist halt aber auch eine einfache Rolle. Also ich habe viele Leute in meiner Familie, man nennt es ja liebevoll die Opferrolle, in der lebt es sich natürlich etwas einfacher, indem man einfach sagt, dass man wirklich sein Umfeld oder alle anderen für sein eigenes Schicksal irgendwo verantwortlich macht. Mhm. Und ich habe Leute in meinem engsten Umfeld, die daran kaputt gegangen, also wirklich kaputt gegangen sind, im Sinne, dass sie quasi einfach die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Ne? Dass es in irgendeiner Suchtkrankheit endet oder einfach in einem psychischen Zustand, der einfach nicht mehr gesund weder für sie noch fürs Umfeld war. Wenn man einfach wirklich wenn man es irgendwie nicht erkennt, so dass man seines Glückes Schmied, ist auch so ein schöner Satz, ne? Dass man das wirklich ist, dass man da wirklich sagen muss, okay, da muss ich jetzt irgendwie einmal durchs heiße Feuer gehen, um dann nachher irgendwie wieder besser aufzuwachen oder wie soll man sagen, es gibt ja diesen Mistkäfer, ne, der diesen Mistball vor sich hinschiebt, der wird immer größer und größer, der wird auch immer größer, egal wie viel man dagegen unternimmt, das ist einfach nur mal so die Summe der Erfahrungen, Prägungen und wir sind evolutionär eben dazu gedacht, uns diese negativen Dinge besser einprägen zu können als die positiven Erlebnisse, da können wir auch gar nichts für,
Das ist so und deswegen scheint es auch so, dass dieser Misthaufen, den wir vor uns herschieben, irgendwie gefühlt immer größer ist als das Schöne, was hinter uns liegt, weil wir auch die Augen immer nur vorne auf den Misthaufen gerichtet haben, als sich die Evolution ging, als wir noch Probleme hatten mit Sachen wie Säbelzahntiger in der Höhle. Und von daher sind wir leider auch so ein bisschen gepolt und es ist sehr, sehr anstrengend, es zu versuchen, anders zu sehen und Dinge zu verändern. Und das zu tun, bedarf sehr viel Mut. Und wie wir alle wissen, ist Mut auch das Gegenstück zu Angst. Und Angst ist nun mal ein sehr, sehr mächtiges Ding in unserer Psyche. Von daher, ich bin niemandem böse, der das nicht erkennt oder einfach sagt, ich schaffe das nicht, ich würde es jedem wünschen, dass er sich damit wirklich auseinandersetzt und da wirklich hergeht und sagt, ey, das ist jetzt hier mein riesiger Mistballen voller Probleme, Sorgen, Angst. Und ich versuche den aber trotzdem immer mal wieder zu bearbeiten. Wegkriegen wirst du ihn nie. Das ist nämlich unsere Evolution, da kannst du auch nichts gegen tun. Aber die Sache ist die, wie siehst du ihn an? Also als wie groß und bedrohlich und über alles überschattend rollt ihr vor dir her? Oder nimmst du ihn nicht immer ganz so krass wahr? Oder versuchst du ihn ein bisschen zu minimieren, immer mal wieder ein bisschen was rauszunehmen aus der ganzen Sache, aus der Schwere? Und so, das ist so das, was ich den Leuten wirklich extrem wünschen würde, dieses Gleichgewicht ein bisschen zu finden. Ja? Das wird man nie schaffen, man wird nie nur positiv sein, das geht einfach gar nicht. Trotz alledem kann man, glaube ich, schon so ein bisschen den Zustand der Vergebung, sich selbst verzeihen, anderen verzeihen, ein bisschen mit sich selbst im Frieden. Zufriedenheit ist auch ein großes Wort. Reflektiert mit sich in den Tag starten. Ne? Das ist natürlich auch immer jetzt einfach dahergesagt. Ich habe auch Tage, wo ich einfach scheiße drauf bin. Und da kannst du mir irgendwie abends noch eine Spaghetti Bolognese von der Oma gekocht hinstellen und die wird auch nichts mehr verändern. Also von daher, wir sind alle nur Menschen und nobody's perfect und die anderen auch nicht. Und trotz alledem, diese Opferhaltung, in der sehr, sehr viele Menschen leben, von wegen, ja, ich hatte ja auch keine Chance oder dieses, ich kann das halt nicht, ich bin halt so, meine Prägung, meine Familie war so und deswegen bin ich so. Ja, mag alles so ein bisschen sein, aber hey, kann mir keiner erzählen, dass es nicht eine Option immer gäbe. Ne? Die muss man halt sehen. Und wenn man gerade in einem psychischen Zustand ist, wo man das nicht mehr sehen kann, aus krankheitsbedingten Gründen, weil man in einer Depression steckt, weil man diagnostiziert in irgendeiner Form psychisch erkrankt ist oder sonst was, dann ist das ein ganz anderes Blatt Papier. Ansonsten ist es aber auch eine sehr ziemlich bequeme Haltung, aus der man sich vielleicht auch manchmal einfach mal ganz kurz mit Ellbogen mal gucken sollte, so ey, ich muss hier raus, irgendwas stimmt nicht mit mir, jetzt gucke ich mich mal um, was für Optionen habe ich denn? Was kann ich denn tun und dann vielleicht auch einfach mal anfangen, egal ob mit Musik oder hier Mental Coaching oder was auch immer es ist. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage. Das Internet, das wir haben, ist Fluch und Segen. Man kann da auch noch schöne Dinge suchen, sich Hilfe suchen, sich Tipps suchen und dann einfach mal gucken, ey, vielleicht kriege ich das ja doch ein bisschen schöner hin. Vielleicht sind ja doch nicht immer alle anderen schuld an meinem Schicksal. Du hast das gerade so schön mit diesem Misthaufen erwähnt und auch mit unserem Hirn, dass es halt eher immer auf das Negative blickt. Da gibt es übrigens ein cooles Buch und das besteht auch nur aus Fragen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Warum hat das Unglück mehr Fantasie als das Glück? Und das Buch besteht nur aus Fragen übrigens. Kann ich dir komplett ans Herz legen, weil da werden Fragen zu diversen Lebensbereichen gestellt, wo du tatsächlich dir dann mal so die Frage stellst, stimmt eigentlich? Wie denke ich eigentlich darüber? Da gab es zum Beispiel eine Frage drin, welche Seite am Menschen interessiert dich mehr, die er dir zeigt oder die er dir nicht zeigt? Das ist eigentlich auch so super interessant. Also und zig Fragen von drin und das ist total schön. Also ich kann dir das nur ans Herz legen, weil wir immer wieder jetzt hier die Fragen auch raushören und vor allem diese Betrachtungsweise, die wir haben. Ja, warum hat das Unglück mehr Fantasie als das Glück? Ne? Ja, das ist ein großes Thema. Das stimmt wohl. Und jetzt hast du ja auch erwähnt, dass du ja schon also quasi ein Alter hast, was nicht nur 33 ist, sondern eigentlich gefühlt schon 66 oder vielleicht schon 99. Wenn du jetzt mal schaust, was ist so bis jetzt das Wertvollste, das du lernen durftest? Was würdest du uns da mitteilen? Also ich glaube, dass die wertvollste Erkenntnis, die ich habe, die ist eine harte. Du bist verantwortlich. Und das ist das, was ich eben aus meiner Familie und sozialen Umfeld eben auch gelernt habe, was wir eben wirklich gerade hatten, das mit der Opferrolle. Das ist nicht die Rolle, die ich möchte. Die bietet sich immer wieder an. Die sagt, hier Alex, hier bin ich.
Dein unangenehmes Eltern-Kinderhaus, deine schlimme Prägung, die ist schuld an alledem, was du jetzt bist und tust. Haha. Komm, suhl dich einfach darin und bleib für immer, wie du bist. Du kannst das halt nicht anders. Und das ist die größte Erkenntnis und da bin ich auch extrem dankbar für. Ich weiß, dass es nicht so ist. Es gibt ganz andere Probleme, ganz andere Schicksale, ganz andere Leute, die ganz andere Päckchen zu tragen haben. Jeder jammert ja auf der Kaste, auf der er gerade steht. Das ist auch absolut menschlich und normal. Ne? Für den einen ist irgendwie das größte Problem, ich muss halt noch meinen Rasen mähen und abends einkaufen und dann kommt meine Frau noch heim und die will das schon, was ich nicht gucken will. Das sind Probleme für den einen, für den anderen, der hat eine Krebsdiagnose und kämpft um sein Leben. Jeder jammert dort, wo er gerade steht. Und das heißt nicht, dass einer böse oder schlecht ist oder einer besser oder einer schlechter. Das ist einfach menschlich. Wir haben das Ding, was wir leben. Und da findet unsere Probleme und unsere Schönheit findet da statt, auf der Kaste, auf der wir stehen. So. Und das ist auch völlig normal. Aber die Erkenntnis, die ich bekommen habe, dass ich wirklich, es gibt Menschen um mich herum, wie zum Beispiel mein Management, mein Team von Big D Records, wir sind 6 Leute, die mir wirklich helfen und die mir auch aus Überzeugung helfen, weil sie auch mit an das glauben, für was ich stehe und was ich da mache. Und die Musik vielleicht auch ganz gut finden. Ne? Das ist natürlich auch schön. Und um diese Leute bin ich unfassbar dankbar. Ich weiß aber, egal wie viele Leute ich um mich scharen würde, die mir helfen, ich bin der Motor. Ich bin verantwortlich, es sind meine Entscheidungen, die ich treffe, die mein Leben steuern werden. Und das ist für mich eine Erkenntnis, die ist für mich die wichtigste, die ich machen durfte in meinem Leben. Und ich sage wirklich durfte, auch wenn es nicht immer leicht fällt, alles zu tragen oder immer Entscheidungen zu fällen. Ich bin ja auch selbstständig beruflich, das ist anstrengend. Trotz alledem würde ich nichts davon tauschen. Ich bin sehr gerne für mein Leben verantwortlich und sehr gerne an allem schuld, an allem Schönen und an allem Schlechten. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Am Ende des Tages, ich glaube, dass wir nur dieses Leben haben und ich möchte es gerne so verbringen, dass ich sagen kann, hat gepasst. Mindestens hat gepasst. So, genau. Das wäre ganz, ganz schön. Der hat sein Ding gemacht. Es würde mich freuen, wenn andere Menschen irgendwann mal über mich sagen, der Deal, der hat sein Ding gemacht. Und ich würde es gerne über mich selber auch sagen können, ohne dass ich mit sehr viel Reue zurückblicke. Du wirst nicht ohne Reue zurückblicken können, das wird nie passieren. Es wird immer Dinge geben, die man bereut, aber dass es sich so weit die Waage hält, dass ich sage, ja, okay, hat gepasst. War ganz geil. Machen wir noch. würden wir noch mal machen. Das ist ein geiler Abschluss dann. Ne? Ja. Das ist ein geiler Abschluss dann, wenn man sagt, so, ja, würde ich nochmal machen. Das wäre natürlich noch schöner als hat gepasst. Ne? Das zu erreichen ist mit Sicherheit eine harte Angelegenheit. Also trotz alledem, ich sehe meine Zeit hier als absolutes Geschenk. Ich habe auch den Luxus, ich habe die Selbstständigkeit, die ist Fluch und Segen. Ich habe den Luxus, dass ich mir meine Zeit manchmal einteilen kann und dann auch wirklich Dinge tun kann, abseits auch der Musik, die mir einfach Spaß machen. Zum Beispiel Natur, Kochen oder auch mal zocken zum Beispiel. Ich habe dann Freunde irgendwie auf dem Headset und dann geht es irgendwie an die PlayStation und dann, mein Vater würde sagen, es verschwendet der Lebenszeit. Aber ich würde sagen, es macht mir Spaß. Also ist es schöne Lebenszeit, die ich mit Spaß verbringe. Wollte ich gerade sagen. Ja, viele Erkenntnisse kommen ja aus harten Erfahrungen und intensiven Erfahrungen. Und wenn du hast ja vorhin schon gesagt, ja, die schwerste Zeit war die Zeit, wo ich gar nicht wusste, dass das eigentlich die schwerste Zeit war. Welche Phase im Leben war noch besonders prägend für dich? Und wie hast du die vor allem dann gerockt, dass du wieder emporsteigen konntest für dich persönlich? Es gab 2018 ein Jahr oder fast 1,5 Jahre von Ende 2017 bis Ende oder ja, Herbst 2017 bis Ende 2018, in der ich unerträgliche Schmerzen beim Sprechen und Singen hatte. Ich war 100 Mal beim Arzt und keiner konnte mir helfen. Ich hatte 12 Verdachtsdiagnosen von irgendwelchen Tumoren bis stiller Reflux. Und es war wirklich eine Odyssee, auf die ich mich begeben musste. Und das war ein Jahr, in dem ich fast täglich geweint habe. Aus Angst, dass ich mein Leben nicht mehr zurückbekomme von der Bühne, von der Musik, dass ich nicht mehr auftreten kann und dass das vorbei ist. Im Nachhinein bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, was der Grund war, aber ich glaube, es war ein psychisches Defizit, das auch wirklich sehr, sehr privat wäre, weil es hat mit meiner ehemaligen Lebensgefährtin zu tun. Ich bin relativ frisch getrennt nach 8 Jahren. Letztes Jahr im Oktober. Wir haben jetzt ja, was haben wir gerade, ich sag mal Mitte 2021.
Und 2020, Ende Oktober, wurde ich verlassen. Was natürlich auch wieder sowas ist, was extrem schmerzhaft ist. Ich habe darüber auch Musik gemacht, die jetzt dann erscheint im Herbst 2021 und habe das verarbeitet. Und auch hier hat mir wieder Musik den Arsch gerettet, wenn man so sagen kann. Das heißt, man ist ja in so einem Fall, ich habe diese Frau sehr geliebt, ich bin mit ihr auch weit über die Grenzen von irgendwie, wo man sagt, eine Verliebtheit oder sowas gegangen. Das heißt, 8 Jahre machst du ja nicht ohnehin. Wir haben auch 8 Jahre zusammen gelebt. Zum Schluss auch in einem eigenen kleinen Mietshäuschen. Und es gab sehr viele, ich versuche es mal, um nicht zu sehr ins Detail zu gehen, auch Privatsphäre von allen zu schützen, es gab sehr viele gesundheitliche Notfälle, die ja schon extreme Notfälle waren. Und da stand ich wie ein Fels in der Brandung und war da und habe das mit ausgehalten und mitgetragen und bin vielleicht auch ein bisschen, ich bin davon traumatisiert worden und das hat ganz schön was mit mir gemacht. Und da ich diese Schmerzen jetzt nicht mehr habe, ich glaube, ich hatte es damit was zu tun gehabt. Mhm. Weil auch kein Arzt was finden konnte. Das war im Übrigen der Grund, warum ich in Therapie gegangen bin, um zu gucken, ob da irgendwie was mit den Stimmschmerzen das damit zu tun hatte. Und da bin ich dann auf ganz andere Dinge aus meiner Kindheit gestoßen. Ah. Und als du diese dann gelöst hast oder für dich verstanden, integriert hast oder wie auch immer, wurde das dann mit dem Schmerz anders bei dir? Nee, dann noch nicht. Es war ein anderer Baustein, der da irgendwie so angefangen hat zu bröckeln. Das mit der Stimme wurde tatsächlich erst dann später nach der Trennung. Okay. Ja, manchmal sieht man erst im Nachhinein Dinge, ne? Sondern man ist ja in seinem Tunnel, man liebt jemand, man tut alles und sieht das auch als selbstverständlich und das habe ich auch getan. Und als es dann vorbei ist, danach, wenn man dieses Schiff verlässt, guckt man sich beim Davonsegeln an und sieht die ein oder andere Macke daran. Die Fragen damals auch so in der Therapie, hatten die dann auch, standen die damit so im Zusammenhang, also dass du dann auch immer mehr so einen Schlüssel bekommen hast, was wichtig ist auf dem Weg, womit das auch zu tun haben könnte? Ja, definitiv. Mhm. Also das ist, also die Art, wie ich mich Dinge frage, hat sich dadurch verändert. Wahnsinn. Die Intensität auch der Fragen haben sich verändert. Selbst wenn ich manche Dinge deswegen trotzdem nicht besser mache, sind sie mir bewusst. Ich wünsche mir sehr für die Zukunft, dass ich viele Dinge besser kontrollieren könnte, zum Beispiel mein Essverhalten. Das ist etwas, was mich immer noch sehr stört. Es ist massiv besser geworden. Trotz alledem bin ich auch immer einfach der Gesundheit wegen. Ich habe tatsächlich, was die Optik angeht, ein ganz gutes Selbstbewusstsein. Während Freunde von mir, die sehr, sehr viel im Fitnessstudio Zeit verbringen, noch mit dem T-Shirt am Strand liegen, war ich schon zweimal trocken, mit der größten Plauze von allen. Trotz alledem möchte ich eigentlich gerne im Alter schon noch irgendwie gesund bleiben und weiß, dass ich in dem jetzigen Zustand, wo ich bin, sehr wahrscheinlich auf Probleme stoßen werde mit fortschreitendem Alter. Und das ist etwas, das mit Sicherheit auch mit meiner Psyche zu tun hat, wo ich noch nicht so ganz auf den Kern gekommen bin, wieso ich das manches Mal immer noch nicht so richtig kontrollieren kann oder warum ich immer noch mal irgendwie zu Süßigkeiten greife, so ob ich es brauche oder nicht, sondern mit Sicherheit auch Stress kompensiere und Ängste auch damit kompensiere. Und das nervt mich sehr. Ich beschäftige mich damit und habe aber immer wieder die Situation, wo ich dem quasi, wie soll man sagen, nicht Herr bin der Situation. Das heißt nicht, dass ich habe jetzt keine Essstörung im Sinne von Binge-Eating oder irgendwie sowas, aber es ist einfach manchmal so, da muss das Snickers nicht sein, dann ist es trotzdem da. Ne? Mhm. Oder so einfach, ich sag mal so, ich bin der Typ, der bei Burger King das Maxi-Menü und einen Cheeseburger nimmt. Ich bin dann auch pappensatt, aber wieso muss es noch dieser Safety-Burger sein, damit auch, ne? Also dieses Gefühl von, ist es irgendwie so ein Schutzpanzer, den man sich anisst, dass man sagt, man muss immer kämpfen im Leben, man muss gerüstet sein. Ich mache mir da ganz viele Gedanken und bin noch nicht so auf den Core gekommen, von dem ich als Therapieman ja vorher geträumt habe, wo ich sage, da ist der Alex, der war da, dass ich das irgendwie erkennen würde. Genau, deswegen bin ich da zum Beispiel für alles offen, was im Therapiebereich möglich ist, sogar für Hypnose und sowas, wo ich sage, ich habe mir tatsächlich neulich hingesetzt und habe mir mal hier eine Hypnotiseurin rausgegoogelt, wo ich mir denke, so, da könntest du mal hingehen. Das ist natürlich ein bisschen kostspielig für Musik in Corona-Zeiten, nicht gerade unbedingt einfach. Trotzdem wäre das für mich eine Option, die ich gerne dieses Jahr noch wahrnehmen würde, um einfach nur mal zu gucken, vielleicht
kann mir da jemand helfen? Vielleicht ist da irgendwo im tiefen Unterbewusstsein irgendwo dieser kleine, dreijährige, verängstigte Alex, der meint, er kriegt morgen, er musste mal hungern als Kind und weiß nicht mehr davon. Also keine Ahnung, wo das herkommt. Ne? Und ich bin noch nicht quasi an dem Punkt angekommen, wo ich so gut kontrollieren kann, dass ich sage, ja, ich bin jetzt hier bei meinen 110 Kilo Wunschgewicht oder so und sage, hey, damit kannst du leben. Den Daddy-Bauch, der ist in Ordnung. Wie gesagt, es geht hier nicht um Sixpack, um Optik, es geht hier wirklich um Gesundheit. Und da mache ich mir einfach ein bisschen Sorgen, weil ich dieses Leben sehr gern mag und weil ich sehr gerne sehr lange auf der Bühne stehen möchte. Und ich habe das Gefühl, ich werde das schaffen. Ich bin aber noch nicht da, wo ich so gut darin bin, dass ich das hinbekommen habe. Ich habe ein paar Sachen hinbekommen, wie ich trinke zum Beispiel keinen Alk oder ich rauche nicht mehr. Was mit Sicherheit auch fast 30 Kilo in einem Jahr mit sich gebracht hat, ohne das und mit Selbstverleugnung on top, wo Freunde gesagt haben, sag mal Alex, also ganz ehrlich, das ja, und ich so, Quatsch, no way. Und als ich dann so reflektiert mal geguckt habe, als ich das Rauchen aufgehört habe, ach guck mal, lilane Ballisto, die kenne ich noch nicht vom Supermarktregal. Genau. Und das ist etwas, was sich einfach ein bisschen verängstigt. Ich möchte einfach gerne im Alter auch gesund und soweit fit sein, dass ich das Leben soweit genießen kann. Ich spiele ja auch Tennis zum Beispiel, Leute, die mich kennen. Und ich bin eigentlich viel zu schwer dafür. Ich tue es aber trotzdem. Ich weiß, dass es aber nicht sehr gut ist für meine Gelenke. Das ist so eine Sache, da würde ich wirklich gerne ein bisschen mehr Kontrolle darüber haben und bemühe mich auch. Ich laufe auch nicht davon oder ich ignoriere es auch nicht, aber ich habe es nicht gefunden. Hm. Ich habe nur Mutmaßungen. Genau. Also ich weiß nur eins, die unbewussten Strategien sind meistens sehr, sehr einleuchtend und vor allem auch sehr, also einfach. Das heißt aber nicht, dass sie einfach zu entdecken sind. Ja, weil sie laufen ja meistens, damit wir auch überleben. Also da sind ja auch Strategien hinter. Ne? Kann ja auch genauso gut sein, dass du quasi dir nicht nur einen Schutzpanzer aufgebaut hast in der Form, sondern eher vielleicht eine ablenkende Hülle von dem, was in dir ist. So nach dem Motto, pass auf, wenn du dich mit mir beschäftigst, dann will ich auch wissen, dass du dich wirklich für mich interessierst. Und dann erschaffe ich eine Hülle, die vielleicht ein bisschen anders aussieht, wo ich genau sicher gehen kann, dass die Person sich jetzt wirklich für mich interessiert. Das ist auch eine gute Theorie, die habe ich noch nicht gehört. Ja, vielleicht will ich auch was verstecken. Oder du willst das wirklich was ja sicher gehen, dass du überlebst, also rein körperlich gesehen, lastest dir den ganzen Ballast auf für Zeiten, damit du irgendwann mal ankommst, also dass du tatsächlich da ankommst, wo du willst. Die Existenzängste seit frühester Jugend. Ne? Ich musste natürlich auch immer irgendwie gucken, dass ich irgendwie ich musste sehr oft zu meiner Vermieterin laufen, damit 18 und sagen, ey, Irmi, ich habe das Geld noch nicht. Das Auto zur Tanke geschoben, gab's alles, im Kofferraum gepennt, sehr, sehr oft, dass das einfach irgendwie an Anfängen, diese Selbstständigkeit eben ohne Kohle und Connections da aus meinem Dorf irgendwie versuchen, Deutschland zu erobern, war sehr anstrengend. Vielleicht liegt es darin verborgen, also für alle Fälle bin ich offen dafür und das wäre für mich nach dem Punkt, wo ich sage, meine Existenz ist wieder so weit gesichert, dass ich bin Live-Künstler in erster Linie, ne? Da kannst du dir natürlich denken, was die letzten anderthalb Jahre mit mir gemacht haben, mit meinem kleinen Team, ich habe alles am Laufen behalten, es sind auch alle bezahlt, trotz alledem ist es absolut kein Spaß und diese Existenzangstzeit, die ich die letzten Jahre nicht mehr haben musste vor Corona. Ich habe es tatsächlich auf ein Level geschafft, wo ich von meiner Musik sehr gut leben konnte und auch sehr dankbar war dafür und auch einiges zurückgegeben habe, was ich nicht brauche. Ich brauche keinen Mercedes, mir reicht ein Mitsubishi. Ich brauche auch nicht mehr als zwei Zimmer zum Leben. Es ist alles in Ordnung. Selbst meine Steuerfrau meinte, Herr Diel, warum machen Sie? Und ich so, weil es nur Verantwortung ist und ich habe keine Zeit für Verantwortung. Ich will Mucke machen. Mhm. Und bin ein sehr einfach gestrickter Mensch, der nicht viel braucht zum Glücklichsein. Eigentlich einfach nur eine kleine Wohnzimmerbühne und ein paar Leute davor, die das wirklich feiern. Das spielt für mich auch keine Rolle, ob da irgendwie 700 Leute nach Berlin kommen, ins Lido, oder ob da irgendwie 50 Leute in einem kleinen Garten sitzen. Ich würde immer auftreten. Ich habe auch alles mitgemacht. Ich habe 10 Jahre lang quasi am absoluten Existenzminimum mit meiner Musik verbracht und habe es trotzdem gemacht. Und ich würde es auch wieder tun, auch wenn es wieder dahin rutschen würde. Ne? Das ist einfach mir viel zu wertvoll. Solange ich diesen Traum von der Musik in meiner Tasche habe, bezeichne ich mich als reicher als jeder, der sehr, sehr, sehr viel mehr Geld hat. Und schau mal, Alex, und vielleicht, wenn ein Thema die ganze Zeit dich begleitet, unbewusst,
sorgt vielleicht dein Organismus einfach dafür, pass auf, für Zeiten, wo es mal ganz anders aussieht, bist du gesichert. Also, und ja. Na klar, könnte man jetzt mit Verstand sagen, ja, aber was macht das für einen Sinn? Ja, es ist aber der Körper, der ja natürlich biologisch irgendwie darauf reagiert. Ja, das stimmt. Ja, also vielen lieben Dank auch für deine Offenheit, also dass du das so preisgibst und auch darüber erzählst. Das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Vor allem das auch zu hören. Ich glaube, das öffnet andere Leute auch einfach. Definitiv. Ich habe auch da einen langen Prozess hinter mir. Wie viel gebe ich preis? Meine ersten TV-Auftritte oder Radioauftritte waren 2013, 2014, da beim ersten Sony-Deal. Da war ich natürlich komplett verschlossen und aufgeregt und war einfach nicht erprobt in der Medienlandschaft. Und mit der Zeit hatte ich immer mehr so ein bisschen die Schnauze voll von diesem, ich muss jetzt hier irgendwie was verkaufen, Ding. Na, ich muss hier irgendwie jetzt ein Star sein. Ich wurde dann Sachen gefragt wie, tja Alex, wie fühlt es sich an, wenn man über Nacht berühmt wird? Und Gummibärchen oder Schokolade? Und ich denke mir so, was sind das für Fragen? Also das ist ja ne, dieses, ich selbst wenn solche Interviews, die ich natürlich immer noch führen muss, stattfinden, selbst diese Interviews lenke ich dann den Moderator auf eine zwischenmenschliche Ebene, dass wir tatsächlich Deep Talk führen, ohne dass er es merkt. Der Therapy Man. Ja. So, hey, da ist das dreijährige Kind in dir. So, nein, aber ich wollte doch nur fragen, ob du die lilanen Ballistos besser findest als die grünen. Lass mich bitte in Ruhe. Ja, das ist ja tatsächlich so, ne? Das ist interessant. Das ist so, und das ist, ja, genau. Wann hast du das letzte Mal alleine geweint? Und welchen Zusammenhang gab es da? Gestern Abend. In Bezug auf was? Musik gemacht. Ich habe gestern Abend nicht schlafen können. Wir hatten hier in Bayern die letzten Tage 30 bis 35 Grad. Mhm. In der Wohnung hat es, ich habe eine Dachgeschosswohnung. Ich schaue kurz, jetzt immer noch, obwohl es geregnet hat, die ganze Nacht 28 Grad drinnen. Gestern hat es 30 Grad auch nachts noch hier in der Wohnung gehabt. Das sorgt dafür, dass man nicht unbedingt gut schläft. Und dann bin ich ans Klavier gegangen und habe einen Song angefangen zu schreiben, der mich so verletzt hat, von dem ich nicht wusste, dass er drin ist in mir, dass ich nicht weitermachen konnte dann tatsächlich. Das war mir zu viel. Vielleicht auch der Müdigkeit. Ich habe gestern auch gegen meinen Manager noch irgendwie ein Tennisturnier gespielt, in der prallen Sonne um 10 Uhr vormittags noch, aber es hatte trotzdem schon 29 Grad. Und das war irgendwie so, ja, war sehr erledigt und hätte nicht gedacht, dass, ich hätte gedacht, mit den Songs, die ich veröffentlichen werde, ich kann das auch hier schon ganz öffentlich erwähnen, das wird heißen, die Songs, die ich nicht schreiben wollte. Das sind 5 Titel über die vergangene Beziehung, dessen Ende ich darin verarbeite. Und ich denke, jeder, der wirklich irgendwann mal aus tiefstem Herzen jemand geliebt hat, also wenn man wirklich von Liebe spricht, es ist keine leichte Kost, das ist Alex Diehl aber nie. Das tut wahnsinnig weh. Das ist nur Klavier und Gesang. Und ich dachte eigentlich, dass ich mit diesen 5 Songs für diese EP, die Songs, die ich nicht schreiben wollte, quasi abgeschlossen habe. Mhm. Habe ich aber nicht. Und das habe ich gestern Abend nochmal gemerkt, dass da irgendwas noch in mir drin schlummert. Und ich habe angefangen, einen Song zu schreiben, der zwar schon abschließend ist, aber ich glaube, es gibt auch in so einer Trennung zum Beispiel bei dem Thema Liebe auch verschiedene Phasen, die man auch in der Trennung genauso wie innerhalb einer Beziehung durchlebt. Und ich glaube, ich bin gerade in einer Phase angekommen, in der ein bisschen Wut dazu kommt. Mhm. Der Dinge, die man dann ein halbes Jahr oder 6, 7 Monate später dann nochmal irgendwie reflektiert und sagt, ey, das ist nicht cool gewesen. Genau. Und von daher kamen da gestern nochmal 2, 3 Wörter aus mir raus, die mich schon irgendwo in die Tränen getrieben haben, weil ich dann so, wenn man dann so ehrliche Musik schreibt, ne, und dann einfach das schreibt, wie man es, ich schreibe Texte, die würde ich dir jetzt auch so sagen. Da gibt es zum Beispiel einen Song, der heißt Für immer mein, da geht es in einer Strophe, ich habe dich neulich durch den Supermarkt laufen sehen. Ich habe mich nicht mal getraut, zu dir rüber zu gehen. Du warst doch mal der beste Mensch auf dieser Welt und jetzt verstecke ich mich hinter einem Regal. Damit sie mich nicht sieht, ne? Also diese du warst der wichtigste Mensch für mich. Ich bin durchs Höllenfeuer gegangen und habe versucht, dir dein Leben zu retten, als der Notarzt kommen musste ein paar Mal. Und jetzt verstecke ich mich hinter verdammt nochmal Einmachgurken, damit du mich nicht siehst, weil ich mit dir gar nicht sprechen möchte, weil es mich so verletzen würde.
Und jetzt bist du nur noch eine fremde Person, die alle meine Geheimnisse kennt. Und das ist pervers. Ja, dieses Absurdum irgendwie. Ja, und da habe ich Songs drüber gemacht. Und gestern kam noch mal einer aus mir raus, von dem ich nicht wusste, dass da noch irgendwo was in der linken Herzkammer ganz hinten hat sich irgendwas versteckt gehabt. Ja, vielleicht auch einfach, weil es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist für gewisse Dinge. Also das dauert ja auch manchmal. Und du hast ja gerade gesagt, jetzt kommt irgendwie Wut. Und bei mir ist es zumindest so, entweder gehe ich erst in die Traurigkeit und dann gehe ich in die Wut, oder erst gehe ich in die Wut, dann in die Traurigkeit. Und irgendwann kommt dann die Akzeptanz, wenn ich dann anfange, es tatsächlich zu integrieren. Die ist schon da. Also die ist zum großen Teil schon da, aber es hat sich wirklich noch so ein Propfen gelöst. Und ne, also das ist wirklich so eine Nachwehe, mit der ich nicht gerechnet habe. Also ich bin nicht mehr sehr traurig. Also ich weine auch nicht mehr. Die Lieder, einen dieser Songs spiele ich bereits auf den Konzerten dieses Jahr. Es wird dazu nächstes Jahr eine Tour geben, die wird heißen Die Tour, die ich nie spielen wollte. Es gibt auch übrigens ein Hörbuch. Es gibt übrigens noch ein Spoken Word Album, sozusagen ein Hörbuch dazu, das immer einen Tag vor dem Song erscheint, das heißt Die Geschichte, die ich nie erzählen wollte. Wahnsinn. Aber was für eine. Da kommt natürlich ein Management dazu, das sich da Gedanken gemacht hat. Ich muss auch dabei auch dazu sagen, diese Songs hätten niemals veröffentlicht werden sollen. Also, das sind wirklich Lieder. Ist mein ein sehr guter Freund von mir und mein Roadie, der liebe Sebastian aus Hamburg, der war bei mir zu Gast. 2 Monate nach der Trennung und wollte mir auch vielleicht ein guter Freund sein und ein bisschen quatschen, ne? Und dann habe ich halt diese Musik in diesen paar Wochen nach der Trennung sind diese 5 Songs entstanden, mitten in der Nacht am Klavier. Und ich saß da halt echt immer weinend und habe halt einfach den Mond angeheult. Und er war, also quasi unter dem Musikzimmer, war das Gästezimmer. Und er kam dann irgendwie hoch um 3 Uhr früh und so, ob ich nur alle Tassen im Schrank habe, er will schlafen. Weil ich Klavier gespielt habe. Und ich so, sorry, ich habe es vergessen, dass ich Gäste habe, ich war im Tunnel. Und dann sag ich so, was ist das überhaupt? Sag ich, ja, egal. Ich habe halt auf dem Handy, ne, so mache ich immer so Sprachmimo-App und da singe ich dann die Sachen rein. Und er so, ja, aber schön ist es schon. So sag ich, ja, finde ich nicht, weil es ist ja kein schöner Anlass. Und da hat er gesagt, willst du es mir vorspielen? Und dann habe ich es ihm vorgespielt. Dann saß er da hier, das Klavier neben mir, was man hier sieht. Mhm. Er saß da hinten an der Wand am Schneidersitz, auf dem Boden und hat sich das angehört. Ich habe einfach nur gespielt, ich war aufgewacht und er war komplett unter Tränen. Er hat gesagt, Digi, sagte immer zu mir, Digi, das ist der beste Song, den du je geschrieben hast. Er kennt alle meine Werke seit 10 Jahren, begleitete mich als Road Crew und Freund. Und ich so, ja, fühle ich nicht, weil das nur für mich war. Mhm. Denn das ist so intim und privat. In meiner Welt ist, wer sollte das verstehen? Das ist ja meine und ihre Geschichte. Also wer sollte dazu Zugang haben? Das war zu intim. Ne? Und er sagt, das versteht jeder. Mhm. Und dann haben wir da das begraben, das Thema. Und dann kam im Februar dieses Jahr ein neues Management auf mich zu. Und die haben mich natürlich gefragt, hast du neue Werke? Und ich sage, nee. Und Basti war, ich war gerade unterwegs mit ihm und er schreit so ins Handy, stimmt nicht. Er hat super gute neue Lieder. Und ich so, nee, habe ich nicht. Er so, doch, hast du die besten, die du geschrieben hast. Und er hatte die Handyaufnahmen. Ich habe sie ihm geschenkt, ich ihm sehr vertraue und habe gesagt, du kannst die Songs haben. Also einfach nur die Handyaufnahmen. Da gab es keine Produktion von. Und dann hat das Management das neue aber auch nicht locker gelassen. Ich habe es dann natürlich hergezeigt, die Handyaufnahmen, und die haben auch gesagt, das müssen wir machen. Ich sage, das können wir nicht machen. Das kann ich auch nicht, das ist auch zu privat und alles. Dann red mit deiner ehemaligen Partnerin, wir müssen das veröffentlichen. Das brauchen die Leute jetzt sogar in Corona, wo es wahrscheinlich viele Trennungen gab. Das ist jetzt genau das Richtige. Das wird den Leuten helfen. Und dann haben wir so ein kleines Online-Konzert gespielt in den Bauer-Studios in Ludwigsburg, eines der ältesten Tonstudios in Deutschland von 1947. Da haben schon alle Größen, Jazz- und Rock-Größen da drin gespielt, die es gibt auf der Welt. Eine Riesenehre, da wurden wir eingeladen tatsächlich als Pop-Music-Act oder Singer-Songwriter-Act, was uns sehr verwundert hat, aber sie wollten mich da haben. Das hat mich sehr gefreut. Und die haben dann quasi dieses Konzert live gestreamt und auch aufgezeichnet und meine Fans konnten da irgendwie für ein Apple und ein Ei Online-Ticket kaufen. Und dann haben wir gesagt, okay, ich mache jetzt Folgendes. Wir nehmen diese Lieder dort live auf während des Konzerts und ich spiele sie mal mit meinem Pianisten Nico
und ich singe nur dabei und spiele nicht mal selber Klavier. Und wir gucken mal, weil da gab es einen Live-Chat in diesem Online-Stream-Konzert, wie die Reaktion ist. Das war sehr eindeutig. Und ich habe auch geweint wie ein Schlosshund. Es war, ich wusste nicht, was es mit mir macht. Es hat mich vollkommen zerstört. Und danach habe ich mich natürlich gereinigt und gut gefühlt, aber es war ganz schlimm, währenddessen da durchzugehen. Und die Leute sind ausgerastet im Chat. Und dann, das war für mich so dieses, ich habe dann den Chat bekommen als Verlauf, als Datei. Ich konnte mir das alles durchlesen, dann auf dem Handy bei der Heimfahrt, habe diese Kommentare gelesen und habe gesehen, wie sehr diese Leute das brauchten. Also wie sehr meine Hörerschaft diese Songs A, auch wirklich immer, okay, das sind die besten, die er je geschrieben hat. Alex singt jetzt auf einem ganz anderen Level. Was zur Hölle war das? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr, ich kriege keine Luft. Mein Mann hat mich gerade eine Stunde lang getröstet. Also da waren Kommentare drin, die abseits von, das war ein gutes Lied oder was für ein schöner Song. Und da habe ich dann, das war für mich dann das okay, alles klar. Ich gehe ins Studio und nehme das Ding auf, richtig. Ja. Also, mein Lieber, das ist, also, ich weiß nicht, ob du diese Superkraft wirklich noch brauchst oder ob du das nicht vielleicht schon bist. Ja, ich versuche. Zumindest auf dem Weg dahin, ne? Ich versuche es. Es gäbe Geschichten, die ich dir erzählen könnte von meinen Hörern. Ich mag das Wort Fans immer nicht so gerne. Mhm. Die mir dann auf Songs ihre persönlichen Geschichten schreiben. Zum Beispiel, du hast den Song Wieder am Leben erwähnt. Da gibt es eine Geschichte von einem Autounfall und einer verstorbenen Person und eine Person, die gefahren ist, die durch Alkoholkonsum schuld an diesem Unfall war und deren Partner bei diesem Unfall gestorben ist, weil sie getrunken hat. Und die quasi keinen Weg mehr gefunden hat ins Leben zurück. Im Rollstuhl gesessen ist, obwohl sie hätte laufen können oder wieder hätte laufen lernen können und nicht mehr wollte. Und einfach quasi vollkommen bei so einem krassen Schicksalsschlag ist ja auch vollkommen klar, dass du da einfach mal nicht von heute auf morgen wieder das Stehaufmännchen machst. Ne? Die kannte mich nicht. Die hat den Song einfach nur beim RBB in Berlin, beim Radiosender gehört. Und der Song hat gereicht. Ab in die Reha, ab zurück ins Leben. Und dann, weil sie nicht wusste, wie man diesen Song auf Repeat drückt, auf dem Smartphone, hat sie sich eine Playlist gebastelt, wo er 30 Mal hintereinander reingeladen war. Oh. Hat sie mir einen Screenshot geschickt. Und dann kriege ich quasi mehr, also ein Jahr sozusagen, oder jetzt fast ein Jahr nach diesem Unfall und nachdem sie ein halbes Jahr quasi nicht mehr aufgestanden ist, weil sie nicht mehr wollte und auch eigentlich, also sie hat, also sie wollte auch nicht mehr leben. Mhm. Und dann kriege ich ein Foto von einem ein Selfie, wie sie bei einem Halbmarathon durchs Ziel läuft. Mit dem Song. Immer nur diesen Song. Die ganze Zeit dieses Lied. Ein halbes Jahr lang nur dieses Lied gehört. Du irre. Merkst es gerade, ne? Der Kreis schließt sich, ne? Irre. Und ich habe es geschrieben wegen einem ärztlichen Notfall meiner ehemaligen Lebensgefährtin, weil ich mich gerne so gefühlt hätte. Weil ich mich war absolut traumatisiert und kaputt. Und hätte ich habe dieses Lied in einer Zeit geschrieben, in der ich mich gerne so gefühlt hätte, aber es nicht konnte. Weil ich einfach nur Angst hatte, dass meine große Liebe stirbt. Mhm. Ne? Dass ich nicht da wäre in der Nacht, weil ich auf Tournee wäre und dann wäre was passiert und keiner hätte es verhindern können. Und das hat mich kaputt gemacht. Und deshalb habe ich den Song geschrieben. Und dann hört ihn jemand anders, der auch in so einer Situation irgendwie steckt. Ich meine, in dem Fall noch schlimmer, weil es ist jemand gestorben. Und dann kommt sie ins Leben. Ja, wieder zurück ins Leben findet. Ne? Und dann heißt der Song halt auch noch Wieder am Leben. Es ist halt irgendwie so total krass einfach. Krass. Ja, und guck mal, wie krass, was das Leben für Geschichten schreibt. Und genau das Lied höre ich für unseren Podcast, auch in Dauerschleife, und verspäte mich fast in dem Podcast, weil ich das Lied die ganze Zeit gehört habe und hier durchs Büro laufe und es super cool finde. Also ganz, ganz klasse, eben vom Inhalt her. Und ich das, was du jetzt sagst, gerade sehr, sehr gut nachempfinden kann, warum sie das 30, 60, 90 Mal in Dauerschleife hintereinander gehört hat, weil es genau diesen Effekt halt hat. Also jeder, der das Lied noch nicht kennt, bitte anhören. Ich werde das auch in die Links reinhauen, weil das ein wundervolles Lied ist, wie all deine anderen Lieder auch. Nur Vielen Dank. Ist natürlich ein Lied, das jetzt auch gerade sehr in meinem Kopf drin ist. Und deine Stimme ist einfach auch der pure
Hammer. Alex, wenn jetzt, ich weiß, du brauchst nicht viel in deinem Leben, hast du ja schon gesagt, ne? Aber nehmen wir mal an, jetzt rein hypothetisch, deine Wohnung, dein Haus, was auch immer, brennt ab. Alle Menschen, Tiere, Hausspinnen, Pflanzen sind gerettet. Du kannst einen Gegenstand mitnehmen. Welchen Gegenstand würdest du mitnehmen? Du kannst auch jeden Gegenstand mitnehmen. Du kannst auch ein Bett mitnehmen, kannst ein Klavier mitnehmen, egal was. Du hast auch dann automatisch eine Superkraft. Du kannst einen Gegenstand mitnehmen. Was würdest du mitnehmen? Also so einen materiellen Gegenstand, ja? Mhm. Irgendwas, was Musik macht. Das Gitarre, wahrscheinlich wäre es die Gitarre. Weil sie einfacher zu transportieren ist als ein Klavier. Nee, aber ich bräuchte Musik, ja. Also ich brauche das für mein Leben. Ja, also ohne Musik könnte ich nicht existieren. Ja, das kommt in jeder Phase bei dir durch und in jedem Wort und Satz. Letzte Frage. Dann darfst du mir eine Konterfrage stellen, eine Person nominieren. Die letzte Frage beinhaltet das Thema noch ein Jahr. Wenn du wüsstest, dass du in genau einem Jahr stirbst, würdest du etwas an deiner Lebensweise ändern? Wenn ja, was? Krasse Frage. Ich würde... Gut, abnehmen rentiert sich dann nicht mehr. Aber... Nee, also ich würde, glaube ich, einfach überall nach der Liebe suchen nochmal. Also wirklich dieses... Und wo am meisten? Ich würde, glaube ich, versuchen, in meiner Familie nochmal Dinge klarzustellen. Mhm. Ich habe schon sehr vieles klargestellt, aber es gibt einen Familienteil, mit dem ich sehr vieles klarstellen müsste, obwohl des Wissens, dass es vielleicht gar nicht möglich ist. Trotzdem würde ich es nochmal versuchen. Einfach auch, um es versucht zu haben. Das werde ich aber so oder so tun. Also egal, ob ich jetzt ablebe in einem Jahr oder nicht. Mhm. Diese Aufgabe werde ich mich stellen. Also ich werde das nicht akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Und ansonsten würde ich, glaube ich, wirklich mich auf die Suche machen nach der Liebe. Egal wo, ob in einer Partnerin oder in Freundschaft oder in Familie. Oder in dir selbst. Und die Liebe in mir selbst, die klingt wie Musik. Das ist die Liebe für mich. Ich würde wahrscheinlich versuchen, so viele Menschen wie möglich nochmal irgendwie zu beeinflussen. Mit meiner Mucke, ne? Also Konzerte. Der erste Anruf, also das ist absolut sicher. Wenn ich wüsste, ich sterbe in einem Jahr, würde ich jetzt sofort meinen Booker anrufen und die komplette Tour vorziehen. Mhm. Und noch 400 Konzerte dranhängen. Das wäre der erste Anruf. Ich würde meinen Booker anrufen und sagen, Jan, so heißt der gute Mann, bitte jetzt jeden Tag einen Gig, egal ob vor 10 oder 1000, scheißegal, wir spielen alles. Einfach weil diese Liebe, die ich da erfahre und dieses, das ist ja auch wie eine Art Droge, der Applaus ist ja nicht, Alexi-Konzerte sind nicht irgendwie alle, komm vorbei, Popmusik, Alexi singt seine Lieder live ist das ein, auch wieder am Leben, der Song oder so. Es ist live, wenn ich die Geschichte dazu erzähle, ich erzähle fast immer die Geschichten dazu, das ist eine komplett andere Hausnummer, was da passiert. Mhm. Das ist mehr als Konzert. Das wird dir jeder sagen, der da mal war. Und die Leute kommen auch immer wieder. Das ist wie eine Seelenwaschstraße, durch die du irgendwie mit deinem Auto, Seelenauto fährst, so, ne? Mit Wachsbehandlung und Bodenpolieren und keine Ahnung was. So, und da ist auch keiner, der danach kommt, ey, was für eine Show, sondern ich war in der Schweiz vor kurzem bei Zermatt am Plug, das war ja wildfremde Menschen für mich, ne? Die wussten überhaupt nicht, auf was sie sich da einlassen. Irgendwie jetzt, das ist ja irgendwie auf 2200 Metern habe ich da gespielt, auf dem Berg. Und da waren halt wildfremde Leute, meistens Schweizer natürlich, Publikum, das Alex Lee überhaupt noch gar nicht kannte. Ich kannte die Menschen auch nicht und dann kommst du da hin und erzählst die Geschichte von deinem Papa und das und was hier passiert ist und warum du diesen Song und der Song ist für oder gegen Depressionen und der ist hier für Ängste und das ist ja auch nicht unbedingt gleich die Kost, die du jetzt quasi in einem frischen, neuen Publikum irgendwie, ist immer wieder sehr spannend, ja? Lassen sie sich darauf ein, sie lassen sich immer darauf ein, egal wo du mich hinstellst. Selbst vor Andreas Cavalier, wo dann irgendwie 20.000 Leute in einem C&A-Dirndl irgendwie Party machen wollen und Bu schreien und sagen, oh, jetzt kommt hier eine Vorband, von der wir nichts wissen. Wir haben zwei Zugaben gespielt. Ich glaube, wenn du wirklich bist, was du bist, und die Leute spüren das, dann ist es scheißegal, ob man mich von einer Deutschrockband, einen Schlager,
Lederhosen-Star oder irgendwie, was weiß ich, hinstellt mit Leif Aldin, wo es natürlich sehr gut zusammengepasst hat. Es hat immer funktioniert. Es hat immer funktioniert, weil ich bin tief davon überzeugt, dass die Menschen das instant spüren. Die spüren das. Passt ein bisschen zu dem Namen unseres Podcasts, ne? Ja, stimmt wohl, Dialog oder was. Ja. Geil. Boah, danke schön, Alex. Also danke für die Antworten auf diese 8 Fragen. Also ne, die sind so begleitend ja dabei gewesen. Und jetzt darfst du mir eine Konterfrage stellen. Wenn du magst, musst du natürlich auch nicht. Vielleicht sagst du auch, ey, zählt mich nicht, will nicht. Und du darfst gerne eine Person nehmen. Ich habe auf alle Fälle eine Konterfrage. Was ist in deinem Leben zur Hölle nochmal schiefgelaufen, dass du hier diesen Podcast machst? Nee, mal ganz ehrlich, dein Job, also wenn ich das jetzt alles so, was ich jetzt von dir rausgehört habe, alles, was du machst, das finde ich jetzt ehrlich interessant. Was hat dich dazu gebracht, dass du das deinen Beruf nennen möchtest? Den hast du ja mit Sicherheit auch irgendwo selbst erfunden. Ich habe einfach der Weg, also was schiefgelaufen ist, klingt jetzt ein bisschen krass, aber ich habe in der Bank angefangen. Ne? Ich habe erstmal angefangen, in der Bank zu arbeiten als Banker und dann saßen immer Leute bei mir und haben sich mit mir über alles unterhalten, aber nicht über die Banksachen. Also Ehepaare haben sich über ihr Sexleben bei mir ausgelassen, haben mich dann um Rat gefragt. Ich sitze da und denke so, what, ich mache hier gerade einen Kredit? Oder es war damals ein 55-jähriger Kunde, der hatte, also erinnere ich mich halt so gut dran, weil ich war 25, der war einfach 30 Jahre älter und fragte mich, was er abschließen muss, damit der 2 Stunden mit mir reden kann. Und da habe ich gedacht, so, was ist denn hier los zum Himmel? Ja? Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass ich einfach einen falschen Job scheinbar mache, dass ich doch vielleicht nicht die Finanzprodukte beraten sollte, sondern vielleicht einfach eine Art Berater und Coach sein darf für das Leben. Und wie du es gesagt hast, ich meine, ich bin 39, ich habe gefühlt auch irgendwie schon 80 Jahre hinter mir mit dem, was ich alles sehen durfte, / musste, vielleicht auch nicht wollte, aber es hat was gebracht und irgendwie scheinbar kann ich dadurch aus mir heraus die Menschen begleiten. Und ich sage immer so ganz witzig, und da ist echt tiefer Ernst auch drin, ich würde zu mir selber gar nicht hingehen. Das finde ich total interessant. Also ich meine das jetzt nicht für Phishing-Compliments oder sowas. Ne? Also ich mache das einfach so aus den, im Englischen sagt man so, aus den Guts, so aus den Gedärmen. So, ne? Einfach so, ich mache das, weil es einfach da ist. Und ich finde es auch mal faszinierend in dem Podcast, also dass dann, wenn ich die Fragen stelle, dass auch einfach schöne Gespräche entstehen dürfen und auch diese Offenheit da ist, auch wie sie jetzt bei dir war. Und das ist so eine Ehre für mich. Und ich hätte natürlich noch 400 Fragen mehr stellen können. Wobei ich mir denke, dass sicherlich irgendwann nochmal ein kleiner Zusatz kommt in diesem Podcast mit dir, weil ich finde es einfach super interessant, genau diese Dinge mit dir auch zu durchleuchten und zu durchschreiben. Es war auch wirklich ein schönes Gespräch und es waren wirklich, und das ist jetzt auch kein, ich will hier kein Honig ums Maul spielen, trotzdem waren es die besten Fragen, die mir jemand gestellt hat, wo ich nicht überlegen musste, was ich antworte, sondern einfach aus dem Bauch raus einfach losschießen konnte. Boah, danke schön. Ja, weil das ist einfach, das ist wertvoll. Für mich war das kein Podcast, das war Deep Talk zwischen 2 Fremden. Wirklich, ne? Und danach entsteht irgendwie eine intensive Verbindung. Ich weiß auch nicht warum, aber ich gucke dir die ganze Zeit in die Augen hier auf dem Bildschirm und während du die Geschichten erzählt hast, hat das halt sehr, sehr auch enorme Wirkung bei mir gehabt. Weil ich natürlich auch gewisse Sachen ja selber damit verbinde aus meinem Leben und das passiert ja eben. Du erzählst von deinem Leben, aber sie verbinden es alle mit ihrem Leben und so tat es auch. Ja, das ist ja auch gut und so funktioniert ja auch Musik. Und ich will dir nochmal Danke sagen für eine wundervolle Stunde, die ich heute Morgen hatte vor dem Podcast mit deinem Lied. Und ich freue mich jetzt schon gleich, es wieder hören zu dürfen. Und wenn ich heute Nachmittag auf der Autobahn bin, Richtung Mainz für 2 Stunden, dann werde ich deine Musik hören, weil ich habe richtig Bock, mir mehr Lieder von dir anzuhören. Also bitte alle, die dich noch nicht kennen, also wenn ihr ihn noch nicht kennt, hört unbedingt rein. Du darfst noch eine Person nominieren, wo du sagst, sie könnte echt gut passen in diesem Podcast. Da gibt es jetzt tatsächlich einen ganzen Berg von Leute. Also ich hab natürlich über die Jahre auch viele, viele Musiker kennengelernt, die wirklich cool sind, die echt gut sind und die, mit denen man auch wirklich solche, ich sag mal ja, mit denen man ein bisschen Deep Talk führen kann. Mhm. Und ich würde einen gerne nominieren, also sein Künstlername ist Bartomä. Sein richtiger Name, den man auch sagen darf, ist David Müller. Mhm. Es gab mal in NRW eine Deutschrock- oder Deutschrock-Popband, die hieß Luxuslärm. Dort war er Bassist und macht seit vielen Jahren mit seiner besten Freundin auch ein Live-Programm. Das ist die liebe Jana Krämer.
die ihres Zeichens unter Binge-Eating leidet und da auch Mental Health Coaching macht in Beziehung für Ernährungsstörungen, sage ich jetzt mal. Und die machen das gemeinsam mit Musik und Lesungen und Aufklärung. Und der Bartomä wäre ein Mensch, der mit Sicherheit sehr viel zu erzählen hat, sehr viel erlebt hat und auch schon sehr vielen Menschen mit seiner Musik und zusammen mit Jana, vielleicht kommt die dann auch mit, vielleicht machen sie es im Duo, weil sie das auch sehr oft machen, wirklich vielen Menschen geholfen hat mit einer sehr ehrlichen Aufklärung und nicht irgendwie so, du willst in 10 Tagen so und so viel abnehmen, dann mach das und das, sondern einfach sagen, ey Leute, das ist kein Spaß, die auch zusammen, ich glaube, mit der Siemens Krankenkasse sogar zusammenarbeiten und auch einen Podcast machen darüber. Die würde ich dir sehr ans Herz legen. Bartomä und vielleicht sogar Bartomä mit Jana Krämer, weil die auch zusammen Lesungen und Musiklesungen an Schulen machen, um zum Thema Essstörungen und so weiter aufzutreten, weil wir heute auch sehr offen darüber gesprochen haben, dass auch ich Probleme damit habe. Glaube ich, wäre das eine ganz gute Sache und das würde diese Tiefe, die wir hier hatten, glaube ich, ganz gut tun, das nochmal ein bisschen weiterzuführen. Sehr, sehr gerne. Dankeschön, mein Lieber. Ja, ich danke dir für deine Lebenszeit, die du hier investiert hast. Und diesmal vielleicht nicht in deine Musik, sondern in diesen Podcast hier. Und vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich sage auch danke. Es hat Spaß gemacht. Echt, wirklich. War echt schön. Eine der schönsten Stunden, die ich je beruflich verbringen durfte in so einer Situation. Wow. Danke, danke, das ist eine Ehre. Dankeschön. Vielen Dank, dass du diesem Dialog ohne Masken zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn positiv bewertest und natürlich auch abonnierst, damit du immer die aktuellste Folge zeitnah hören kannst. Falls du bestimmte Themen gerne hören würdest oder dir eine geniale Frage einfällt, die wir unseren Gästen stellen könnten, dann schreib uns gerne an frage@dialogeohnemasken.de oder schreibe und abonniere uns gerne über Facebook und Instagram. Die Links findest du bei uns auf der Homepage oder unten in den Shownotes. Wir wünschen dir einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du gerade diese Folge hörst. Lebe mit Herz, Leidenschaft und Verstand. Dein Sharon.